Servus und willkommen zurück zum neuen Star Wars Galaxy Heroes Video, heute mit einem neuen Wochenendtalk für Kalenderwoche 33. Ich wollte gerade reingehen und schauen, ob ich vielleicht noch irgendeinen Kampf machen kann, aber wir sind schon durch. 29, 8, 16, 1. Gegner kommt irgendwie nicht voran, habe ich so einen Eindruck. Ich dachte, es wäre ein bisschen spannender am Ende. Naja. Dennoch, gestern Abend hat relativ lang gekämpft. Grand Arena ging lang. Bis kurz vor Ende habe ich noch kämpfen müssen und danach ging es noch bis 1 Uhr nachts. Im Territorialkrieg ist bei uns immer brutal viel los im Discord. Also während dem TB hört man gar nichts, super ruhig, keiner sagt was, ein bisschen philosophieren über Mords etc. Aber im TB ist die Hölle los bei uns im Discord. Heute Morgen aufs Handy geguckt, irgendwie 300 Nachrichten zum Aufholen, brutal. Also echt heavy. Gehen wir zurück. Dann eine weitere Entscheidung steht heute bei mir an und zwar muss ich mir gut überlegen, ob ich heute die Levi auf 7 Stern bringen. Kostet schon einiges, gell? Aber lohnt sich, also puh. Die 7 Sterne hat schon einige Vorteile. Ich kann zwar klettern in der Fleet Arena, das ist nicht das Problem. Ich komme auch in der Grand Arena mit einer 6 Sterne ganz gut zurecht. Sowohl in der Defense hält sie ein paar Gegner auf, als auch in der Offense. Sie macht, was sie soll, das passt soweit. Ich könnte mir natürlich einige sparen, wenn ich weiterhin mit einer 6 Stern rumeiere, aber ich werde halt in der Flottenarena gerne attackiert. Wo stehe ich denn aktuell? Diese ganzen Pop-Ups stören irgendwann. 14, ja, geht soweit. Normalerweise falle ich da weiter. 3 Trupp-Arena. Naja, gucken wir mal ganz kurz rein in der Grand Arena. Wie steht bei mir? 3-7-1-5. Ich habe die ersten beiden gewonnen. Stehe jetzt im Finale. Das Problem an der Stelle ist, ich muss gegen einen Gildenkollegen antreten. Und das ist immer doof. Einmal besser im Finale auf ihn zu treffen als in der ersten Runde, ganz klar. Aber irgendwie mag ich es nicht ganz so. Da killt man sich gegenseitig so ein bisschen. Aber mal schauen. Ich habe auf jeden Fall meine Defense noch nicht geändert. Ich habe sie allerdings von der Runde 1 auf Runde 2 geändert. Da ein bisschen rumexperimentiert ist aufgegangen, wobei die Runde gestern Abend hat mich einige Nerven gekostet. Ich habe mit Starkiller gegen Ray verloren, musste Ray über 3 Kämpfe dann erledigen. Erst dann konnte ich weiter. War ein bisschen ätzend. Wenn das nicht klappt, ist immer ein bisschen problematisch. Du hast fast kein Backup mehr, wenn du dich auf Starkiller extrem verlässt. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber mein Gegner hatte genauso Probleme. Mit meiner Ray, insofern ging es dann doch auf. Ich habe über Banner gewonnen, konnte nicht klären. Mein Gegner hat aber nur oben freigespielt, also sprich die obere Seite plus die Schiffe erledigt. Mehr konnte er dann auch nicht machen. Und die erste Runde, sehr, sehr witzig, bin ich auf diesen Bit-Dynasty gekommen, glaube ich. Den hatte ich in der ersten Runde als Gegner, witzigerweise. Er hat sich gegen mich sehr schwer getan. So wie ich gesehen habe, hat er extrem viele Versuche gebraucht gegen meine Leute. Ich konnte ihn clearen, er konnte mich nicht clearen. Also ich weiß nicht, mal gucken in der Historie, wie er so gespielt hat, was er gespielt hat. Aber er hat sich sehr, sehr schwer getan gegen mich. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen mehr von ihm erwartet, weil er doch einen recht guten Ruf hat als Content Creator. Ging dann aber für mich dennoch ganz gut aus. Gut, dann gehen wir da auch mal kurz zurück und holen mal ein bisschen was ab. Ich habe jetzt gar nichts Großartiges vorbereitet. Es war jetzt auch nicht so viel in den letzten Tagen, was passiert ist. Klar, wir haben jetzt Rex zum Bonus-Drops als auch die kleine Ewok-Prinzessin, die ich ein bisschen mehr angegangen bin als Rex. Das Blöde, auch hier wieder, ich habe gestern total vergessen, meine normale Energie zu verbrauchen. Ich habe es irgendwie verrafft. Es war so viel los wegen Grand Arena und TV gestern Abend, dass ich es einfach ein Stück weit vergessen habe. Müssen wir auf jeden Fall gleich mal versuchen. Rex und die Kleine droppen bei mir, ja, minimal gut. Also ich versuche jetzt auf jeden Fall die Kleine noch irgendwie auf 30-30 zu bringen und dann voll Pulle auf Rex zu gehen, damit ich den irgendwie noch hier auf 5-6 Sternen vielleicht bringen kann. Am 23. kommen dann nochmal die Doppeldrops. Mal schauen, was da noch passiert. Bedauerlich ist natürlich, wenn jetzt 4 Tage diese Bonus-Drops laufen und ich einen Tag komplett verpasse. Das ist ein bisschen ätzend. Dann R9 Ray habe ich mir jetzt geleistet. Ich will auf jeden Fall noch Supreme Recall Ren auf R9 bringen und den Imperator der Sith ewigen. Jabba und JMK würde ich mir jetzt mal fürs Ende aufsparen. Irgendwann will ich natürlich alle galaktischen Legenden auf R9 haben. Aber Jabba und Kenobi sind so die beiden, meiner Meinung nach, die es nicht unbedingt brauchen.
Dann Mainz Gas mit R9 hat sich sehr, sehr gut getan in der Grand Arena. Also wer sich da überlegt oder ein bisschen schwankt, ob er ein Gas auf R9 bringen soll, es lohnt sich. Der ist sehr, sehr stark, also kann es nur empfehlen. Der gegnerische Malgus hat auch mit 3 Omikrons nahezu, ich sag nahezu keine Chance. Das große Problem ist, wenn Malgus nicht zu kritten ist oder wenn ihr so viel Pech habt, dass ihr ihn nicht kritten könnt, dann wird es ein bisschen von der Zeit her ein bisschen eng. Aber von dem, was Gas auf R9 aushält und von dem, was er für Schaden macht, ist einem Malgus auf jeden Fall gewappnet. Kurzer Blick auf meine 2 großen Baustellen und zwar einmal die Tusken, die jetzt immer noch nicht auf R5 sind. Ich will sie auf jeden Fall alle 5 noch auf R5 bringen, zumindest für die nächste Grand Arena Runde. Ist natürlich brutal teuer momentan und mir fehlen aktuell die guten Mods. Also mein Tuskenhäuptling ist viel, viel zu langsam, der muss viel schneller werden. Ich habe irgendwie was draufgeschmissen, was halbwegs noch sekundär gute Mods hat und steht jetzt bei 315. Ich finde es nicht so prickelnd, zudem er hier einfach ein bisschen stabiler werden muss. Und die zweite große Baustelle bei mir ist auf jeden Fall noch, an denen ich dran bin, meine Schwestern der Nacht. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr investiert als noch in die Tusken, weil ich die einfach auch auf R5 bringen will. Gerade Mutter Talsen habe ich gestern noch auf R4 gezogen. Von den Materialien knappe ich immer ein bisschen hier an den Grenzen herum. Es ist einfach sehr, sehr mühsam, da immer so Stück für Stück voranzukommen und die Teile einfach sich ohne zu kaufen, allein durchs Farmen irgendwie anzusparen, das ist schon brutal. Also, das kostet echt Nerven, da muss man echt geduldig sein. Genau, die auf jeden Fall, die beiden Baustellen sind schon mal safe. Ich glaube, ich habe nichts mehr großartig gemacht. Ich wollte noch irgendwelche Mods verschieben. Meine Aftrag muss eigentlich noch ein bisschen stabiler werden. Wollte ich eigentlich auf die 90 bringen. Dann habe ich eine alte Darke auf R7. Wir hatten zwar gerade die Nachtschwestern, habe aber vergessen, drauf einzugehen. Die wollte ich eigentlich auch auf R8 bringen, wenn meine Nachtschwestern mal ein bisschen stabiler sind. Also sprich, wenn die Angreifer zumindest mal auf R5 sind, als auch die Support. Ich glaube, Marin ist eine Supporterin oder es ist eine Heilerin. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, es ist eine Supporterin. Ja. Raus hier rein. Dann an dem bin ich natürlich dran, ganz klar, sehr starkes Omikron, sehr starkes Datacron, macht Spaß mit ihm zu spielen. Problem ist natürlich, dann müsste ich die restlichen Phoenix-Leute auch aufbauen. Aber lieber die als die Evox, wobei ich stark davon ausgehe, dass wir bei dieser Endo-Escalation, letzte Stufe 6, wo wir wahrscheinlich diese Omikrons bekommen werden, mit Lea Organa, dass wir da wahrscheinlich irgendwelche Evox brauchen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da zwingen sie uns dann auf andere Art und Weise die Evox zu gieren. Dann Reiseführer. Habe ich jetzt mal hier die Ritter Calcestis reingesetzt. Tafel G12, Sorgerera demnächst auch. Mir fehlt es gerade ein bisschen hier an den normalen Kyrotex. Ich habe sie zwar jetzt, um ihn auf G11 zu bringen, allerdings da wollte ich noch ein bisschen abwarten, bis das Event kommt. Also ich werde Sorgerera jetzt nicht irgendwie auf G13, R15 genauso wenig wie Tafel. Dafür fehlen mir die Materialien. Aber ich will natürlich die Voraussetzung erstmal erfüllen, dass die Aufgabe einfach mal erledigt ist. Und dann kann ich mich um die Lea Organa Voraussetzungen kümmern. Dann Datagons auch ein kurzer Blick hier drauf. Sieht bei mir eigentlich relativ gut aus. Das ist ein Datagon, das wollte ich schon länger mal aufbauen hier. Hab's aber irgendwie nicht mehr geschafft. Sprich, mir fehlen einfach diese Teile hier. Scharf sind Typ 2. Sonst hätte ich ja auch Stufe 9 noch ausbauen können. Mal gucken können, ob ich hier noch irgendwas umbaue. Aber die Werte sind an sich auch noch ganz gut. Schönes Startergron. Übrigens habe ich viel zu spät erkannt. Da war noch irgendetwas anderes. War es das, was ich auch noch aufgebaut hatte? Nee, Fähigkeitsblockade nicht. Die Sith-Datagons, die werde ich vermissen, wenn sie auslaufen. Ich finde die momentan sehr, sehr stark. Genau, das ist das hier. Um einfach die Bounty Hunter ein bisschen aufzuhalten im Kontern. Zumindest im Territorialkrieg ist das relativ geschickt. Wobei das, die Fähigkeitsblockade eigentlich auch ganz gut ist. Dann hier standhafte Entschlossenheit. Ich habe relativ viele Level 9 schon. Wie gesagt, die Credits, meine 20 Millionen, habe ich eigentlich nahezu komplett investiert. Ich habe keine weiteren Lehren mehr geholt. Ich werde jetzt versuchen, einfach diejenigen, die ich hier habe, irgendwie zu rollen, entsprechend aufzubauen. Denn ich habe festgestellt, so im Laufe der Zeit, dass es nicht bringt, hier unendlich viele Level 3 zu haben, sondern dass ich einfach, glaube ich,
von der Anzahl der Data Coins ein bisschen weiter zurückgehe. Hier habe ich ja eine Reihe weniger hier unten, hier habe ich ja 4 komplette Reihen, hier habe ich nur 3 komplette Reihen. Und dass ich da einfach ein bisschen mehr auf ja, Stufe 6, Stufe 8, Stufe 9 gehe und weniger auf Stufe 3. Gut, der Starter Call ist eine Ausnahme, einfach deswegen, weil wir je nach diese Level 3 Stufe wollten, das ist klar. Aber das werde ich hier auf jeden Fall bei den nächsten Data Coins ein bisschen verändern und da ein bisschen mehr auf die höheren Data Coins gehen und weniger auf die Masse. Weil ich nutze diese Data Coins eigentlich Stufe 3 kaum. Ich nutze immer so 6 bis 9. Die Grand Arena 3 und 3 momentan ist natürlich ein Data Coin Fresser, keine Frage. Wir brauchen so viele Teams in der Defense, Offense 3 und 3, dass die Data Coins irgendwann sowieso ausgehen. Das ist klar. Schiffe gab es auch nichts. Hier Profanity, ja, ein Refresh plus das normale Event. Wenn es wieder kommt, dann ist sie fertig. Und dann die Levi, das muss ich mir wirklich noch gut überlegen, wie ich da weiter vorgehe, ob ich das machen will oder nicht. Den hier wollte ich unbedingt noch auf G13 R5 bringen. Muss ich mal die Favoriten stecken für Iden Versus, als auch natürlich für den kommenden Raid, den neuen am Ende des Jahres. Der ist auch schon ein bisschen weiter. Hat auch schöne Mods, ich muss ihn nur weiter aufbauen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Übrigens habe ich jetzt geswitcht von Kondensator auf ein anderweitiges Material. Ich zeige es gleich mal, wo ich fast alles verbraucht hatte. Und ich hatte es nicht bemerkt, dass das so weit nach unten gegangen ist. Ich refresh hier mal, gehe hier rein. Und zwar nicht das. Wieder Pop-up. Sondern das hier und zwar das hier. Thermaltauscher-Einheit. Das war bei mir plötzlich, urplötzlich auf Null unten. Ich wusste gar nicht, auf das habe ich nie geachtet. Deswegen, und das kriegt man halt nur hier auf dieser 9E-Note. Ansonsten gibt es das nirgends mehr. Deswegen mache ich jetzt nur noch diese Note, weil ich da einfach wieder ein Polster aufbauen muss. Wir wollten aber eh gerade durchgehen. Ich glaube, ich hatte die Credits schon abgeholt. So mit das Wichtigste. Genau, die habe ich schon abgeholt. 422. Ja, ich investiere halt gerade wahnsinnig in die Data Coins. Also die sind gerade in Kaiba 1 so immens wichtig, dass man darauf eigentlich nicht verzichten kann. Und wenn sie uns das schon anbieten hier mit den Credits, dann sollten wir das auch nutzen. Wer weiß, wie lange uns das erhalten bleibt, dieser Vorteil. Da nichts mehr gemacht. 170 da hole ich nichts mehr, weil alles irgendwie jetzt nur noch in die Datacons fließt. Ist ein bisschen blöd. Weil es hier natürlich auch nützliche Bergungsgüter gibt, wie das hier, Typ 12, aber hilft ja nichts. Stärker, genau. Der Thermaltauscher gibt es übrigens hier auch nicht. Also wir gehen echt nur auf der Note, deswegen muss ich da anfangen zu farmen. 115 investieren wir, holen wir 11,6. Dann brauche ich hier vermehrt die Medipacks. Da bin ich auch gnadenlos nach unten gestolpert. Weil es mir einfach teilweise nicht auffällt. Also wenn ich jetzt die Tusk mal alle auf G13 bringe, als auch die Schwestern der Nacht, dann versuche ich zwar einen Überblick zu bewahren auf bestimmte Bergungsgüter und dann plötzlich irgendein Bergungsgüter wie diese Comlink Typ 4 Teile letztens, die mir dann urplötzlich ausgehen und ich, oh Mist, die habe ich gar nicht gedacht. Das passiert mir einfach des Öfteren. Und gehört halt als Free-to-Play ein Stück weit dazu, dass man eben sowas im Blick hat. Ich kann ja nicht einfach mir was nachkaufen. Also ich könnte es schon, aber wenn du das immer machst, dann hast du halt nichts mehr. Gibt halt nur einmal eine Payout in der Flottenarena. Dann 1,6, ihr merkt schon, hier MK2 ist bei mir viel begehrter als MK3 und MK1. Das nehmen wir, Credits nehmen wir. Irgendwas wollte ich hier noch nehmen, was mir auch letztens aufgefallen ist, was leicht zu Neige ging. Aber ich sehe es momentan nicht. Der Rest passt soweit erstmal. Okay. Hier raus, hier rein. Kurz die Goodies abholen, also mache ich schon fast.
die bei den Talen durch. Hier sind die Lea Organa-Voraussetzungen jetzt eigentlich komplett drin. Nicht, dass ich das irgendwie aus dem Blick verliere. Immer noch nicht. Okay. Verwunderlich. Verwunderlich. Holen wir da was ab. Cantina mache ich erst nach dem Gilden-Reset, damit ich auch meine 600 Ticks zusammenbekomme. Wir können kurz mal uns dort durchgucken. Ich weiß gar nicht, ob es wieder unsere Kyrotech-Pakete zum Kaufen gibt. Für 690 Kristalle war es sowas, oder? 599. Naja, gibt es aktuell nicht. Okay, naja. Captain Rex, genau. Double Drops. Ist ja schon interessant, welche Strategie sie momentan verfolgen. Sie wollen Lea Organa einfach für die neuen Spieler ja, erreichbar machen. Ob sich das rentiert, ob sich das lohnt mit den Bonus-Drops. Ich denke ein Stück weit natürlich schon, weil viele die Chance nutzen möchten, viel Kristalle investieren für Refresh und über Bonus-Drops und Doppel-Drops dann irgendwie zumindest an der 5-Sterne ranzukommen, ähnlich wie ich. Und dann hast du eine 5-Sterne und willst dann irgendwann natürlich schneller einen 7-Stern haben. Und dann glaube ich, dass manche schon dazu neigen, eine Lieferung nachzukaufen. Könnte aufgehen, der Plan, mal schauen. Heißt aber auch, wenn die so früh kommen, dass Lea Organa, glaube ich, nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie erst an Weihnachten kommt. Die wird schon, ich denke, Oktober wird sie kommen. Wir warten jetzt noch auf diesen neuen Charakter, Drogon, glaube ich, der eher so eine Erfindung von diesen Entwicklern hier im Spiel ist, also den es im Star-Wars-Universum eigentlich gar nicht gibt. Da bin ich auch sehr gespannt. Klar, das Kit wird dann eh wieder mal interessant werden von der neuen galaktischen Legende. Wie sieht's Ultimate von ihr aus? Da gibt es ja schon gravierende Unterschiede. Und was sind überhaupt ihre Fähigkeiten? Dass Jabba mit Thermaldetonatoren arbeitet, hat ja auch keiner auf dem Schirm gehabt. Also, genau sowas wird halt dann brutal wichtig werden. Bei den Schiffen hatten wir noch irgendwas zum Abholen. Flotten, Herausforderungen habe ich noch nicht, genau. Sollte ich irgendwann mal mir Gedanken machen wegen den Zetas, werden irgendwie immer weniger. Gehe ich so wenig gerade rein? Wundert mich. Wollte die Energie auf jeden Fall noch verbrauchen. Ansparen tue ich mir eigentlich nur Kantine-Energie. Also für all jene, die sich fragen, wie ich das Ganze angehen werde, ich werde keine normale Energie ansparen. Ich werde, klar, einen Tag vorher schon, aber ich werde keine 3 Tage vorher anfangen. Also wenn ich die 600 Ticks voll habe, die restliche Energie werde ich bunkern. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, 6 Stunden vorher ist oder so, vor dem Reset, dann ist es für mich okay. Aber die normale Energie, die wird halt so schnell voll, die kommt halt so schnell nach, ist ja, glaube ich, alle 5 Minuten oder so, genau, dann verschwendet man halt brutal viel. Bei der Kantine-Energie sieht es natürlich ganz anders aus, die braucht viel, viel länger. Und da lohnt sich das Ansparen, finde ich. Also die 50er werde ich nur ein paar Stunden vorher machen. Bei der Kantine muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht sogar 1-2 Tage vorher anspare. Genau. Dann noch ein kurzer Blick auf die galaktische Eroberung. Da sind wir schon durch. Interessant. So, rote Kiste ist sicher, war es ja aber auch schon vor ein paar Tagen. War absolut kein Problem. Ich habe übrigens auch die Daten des so drin gelassen, die ich das letzte Mal schon gezeigt hatte. Ich werde versuchen, auch beim nächsten Mal wieder dieselben Daten des zu bekommen. Also am Anfang irgendwie mit Debuffs und am besten Schaden über Zeit gleich am Anfang. Und wenn dann der Gegner natürlich ohne 100% Gesundheit fällt, dann kriegen wir Bonis, Angriff, Zugleiste etc. Also immer derselbe Aufbau im Grunde genommen. Da ist ja nichts Neues. Was habe ich nicht gemacht? Vielleicht auch hier ein kurzer Überblick. Ich habe natürlich hier den Kampf mit Karkestis nicht machen können. Das ist klar, den habe ich nicht. Aber die Phönix habe ich durchgezogen. Die Geo-Kämpfe habe ich nicht gemacht mit den Geonosianern. Die habe ich auch nicht gemacht. Und Duellenkämpfer-Einheiten musste ich auch nicht machen. Ich habe dafür die 40 Kämpfe in den sektorübergreifenden Aufgaben erledigt. Da war ja einiges
Ja, die 100 Kämpfe, besiege 100 Gegner mit Calcestis und dann eben die 40 Kämpfe mit den Klonen und Darth Malgus am Leben. Ja, die 20 Millionen Credits, die waren schnell weg dann am Ende. Ich habe gedacht, die halten länger, aber in dem war nicht so. Ganz kurz hier noch die... Okay, die ist schon mal fertig, dann switche ich jetzt. 33, alles klar, passt soweit. Die letzten werden dann drüben investiert in die helle Seite. Da bin ich jetzt gerade momentan immer an dieser Note dran. Nur hoffe ich, dass ich Rex irgendwie auf 6 Stern bekomme. Und wenn er da an 6 Stern ist, muss ich gut überlegen, ob ich dann vielleicht, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, Überlieferung den Rest mache. Wobei, wenn er jetzt 6 Stern ist über die Bonus-Drops und die Doppel-Drops etc., dann glaube ich, habe ich genug Zeit, während dem Drogon-Farmen ihn noch irgendwie fertig zu kriegen über die Hardnote. Das geht ja schon. Also die Calcestis-Voraussetzung habe ich auch über die Hardnote mit der Zeit erledigt. Das ist ja gut möglich. Also man hat es ja gut sehen können, dass hier die ganzen Aufgaben relativ gut erledigt werden konnten. Man muss halt früh genug anfangen, muss die 25er, 50er machen, dann geht es schon. Also ist nicht so, dass es irgendwie unmöglich ist, finde ich. Kurz nochmal in den Territorialkrieg reingucken. Gibt es irgendetwas Neues? Gibt es irgendetwas Wichtiges? Ich denke wahrscheinlich nicht unbedingt. Wir haben sich jetzt nicht großartig fortbewegt. Tun sich sehr, sehr schwer. Übrigens, was die ganzen Spielerzahlen angeht, muss ich mal ein bisschen wieder aufholen. Ich habe den Scout Trooper noch nicht reingesetzt. Und Captain Rex etc. muss ich mal reingucken, aber es entwickelt sich immer noch sehr positiv. Also die Spielerzahlen schießen ein Stück weit nach oben. War ja abfallend eher so im letzten halben Jahr und jetzt vor ein paar Monaten ging es dann wieder ganz gut nach oben. Ich werde es auf jeden Fall mal noch nachholen. Habe es jetzt gerade so ein bisschen aus dem Fokus verloren, aber nicht vergessen. Insofern werde ich das vielleicht bis zum nächsten Wochenend-Talk noch nachholen, dann können wir da auch mal kurz drüber sprechen. Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute wieder mal mit dem heutigen Wochenendtalk. Euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Servus.